Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Airbrush TV. Heute haben wir im Test das Lana Vanguard von Hahnemühle. Das ist ein Synthetikpapier. Und das Besondere ist, man kann mit unterschiedlichsten Malmitteln auf diesem Synthetikpapier arbeiten. Ihr seht, ich habe hier eine Skizze mit einem harten Bleistift angefertigt. Das geht also wirklich problemlos, wie auf anderen normalen Papiersorten. Und bei diesem Motiv entsteht eine Silhouette mit Hochhäusern, mit futuristischen Hochhäusern. Und ich nehme ein Lineal, um die Skizze so ein bisschen zu begradigen. Man kann auch jederzeit wieder korrigieren, ohne dass die Papieroberfläche zerstört wird. Außerdem habe ich Maskierfilm aufgetragen, sodass halt nur ein Ausschnitt nachher gesprüht werden kann. Als nächstes verwende ich Copic Marker. Auch diese lassen sich unproblematisch auf die Lana Vanguard Oberfläche auftragen. Die Trocknung eines Copic Markers dauert ein wenig länger als auf speziellen Markerpapieren. Ich starte mit den Background-Gebäuden, die bekommen jetzt so einen hellen Grauton. Und dann kommt auch schon Airbrush-Farbe rein, eine Mischung aus Blau und Weiß mit ein wenig Wasseranteil. Und dann sprühe ich den Horizont ein und lasse so ein paar weiße Flecken aus, um da später Wolken anzudeuten. Ich kann mit dieser Airbrush-Farbe direkt über meine Bleistiftstriche sprühen. Und auch über die Copic Marker. Dann wird ein wenig gezittert, um die Wolken anzudeuten. Und ich sprühe noch weitere Farbe nach unten hin über meine Skizze. Mit einem Skalpell kann man jetzt zum Beispiel die aufgetragene Farbe, also die Schicht mit dem Airbrush und auch die Schicht mit dem Copic Marker wieder ganz unproblematisch wegschaben. Somit sind ganz kleine, feine Details jederzeit möglich. Oder hier zum Beispiel ein Highlight an der Kante. Lässt sich unproblematisch einfach herausschaben. So, hier sieht man, wie leicht sich die Farbe wegschaben lässt. Und um halt weitere Kanten hervorzuheben, sprühe ich mit einer Papierkante und einer etwas dunkleren Grauton und Airbrush diese Kante an und kann so die einzelnen Gebäude formen. Mit den Lana Vanguard hat man die Möglichkeit, jederzeit Schicht für Schicht Farbe aufzubauen und mit Radierstift, Skalpell, Elektroradierer auch jederzeit wieder Farbe wegzunehmen, bis man wieder auf die absolut weiße und reißfeste Oberfläche von dem Synthetikpapier stößt. Jetzt geht es weiter mit einem dunklen Copic Marker. Und man merkt, wenn jetzt so ein bisschen Airbrush-Farbe drauf ist, dann kann es sein, dass der Marker so ein bisschen stumpf daherkommt. Aber es ist sonst kein Problem, die Farbe damit aufzutragen.
So, mit diesem dunklen Marker werden weitere dunkle Gebäude im Vordergrund aufgetragen. Hier entstehen ein paar Strukturen. Und mit dem Copic-Marker kann ich jetzt auch weitere Antennen und Details in den Gebäuden auftupfen. Durch den Lösemittelanteil kann es passieren, wenn man den Markerstift zu stark aufdrückt, dass auch Farbe, Airbrush-Farbe wieder angelöst wird. Aber die entstandenen Strukturen kann man sich dann auf jeden Fall zunutze machen und auch jederzeit wieder mit Airbrush überarbeiten. Ebenfalls kann man auf dem Lana Vanguard Acrylfarbe, Ölfarbe, Gouache, Tinte, Aquarell und auch mit Buntstiften und wie gesehen schon mit Bleistiften arbeiten. Somit ist es möglich, eine extreme Mix-Media-Technik auf diesem synthetischen Papier aufzubringen. Hier sieht man, wie ich jetzt also mit einem Bleistift weitere Elemente in den Gebäuden auftrage. Also das ist dann auch nach unterschiedlichen Farbschichten überhaupt kein Problem. Und ich kann jederzeit wieder die Farbe wegnehmen, zum Beispiel hier mit diesem Skalpell. Ja, Einsteiger bekommen von mir die Grundlagen gezeigt. Das heißt, wir starten erstmal mit, was gibt es überhaupt für Airbrush-Geräte, was gibt es für Kompressoren, was für Farben. Das ist ganz wichtig, damit man halt selbstständig dann halt hinterher auch im Fachhandel sein Gerät kaufen kann und weiß, mit welchen Geräten, auf welche Untergründe man halt arbeiten kann. Dann gibt es so klassische Anfängerübungen wie Linienschleifen, Farbverläufe oder auch Daggerstrokes, damit man erstmal so ein bisschen so ein Gefühl bekommt für das Airbrush-Gerät, wo kommt die Farbe ran, wie muss ich es halten. Das dauert aber nicht allzu lange, weil wir wollen ja vor allem Motive machen und technische Anwendungen. Und dann geht es halt mit dem ersten Motiv los. Das ist die lose Schablonentechnik. Da arbeiten wir eine futuristische Space-Landschaft aus. Natürlich Farbverläufe und wir sind da auch schon recht real dabei. Beim zweiten Motiv, da geht es dann um eine fotorealistische Tierillustration mit Schärfe und Unschärfe. Und dabei wird dann die Maskierfolientechnik verwendet. Und selbstverständlich zeige ich halt auch, wie man Fehler korrigiert und es darf natürlich am Ende des ersten Tages nicht fehlen, wie man überhaupt so ein Airbrush-Gerät reinigt. Da gibt es dann noch extra Tipps und Tricks dazu. Und die fortgeschrittenen Airbrush-Künstler haben die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Motiven zu wählen. Sei es zum Beispiel ein Leguan oder ein Tiger mit Fell. Wenn da nichts dabei ist, dann kann natürlich der Fortgeschrittene auch sehr gerne ein eigenes Motiv mitbringen, was dann halt unter meiner Regieanleitung angefertigt wird. Dabei kann der Untergrund frei gewählt werden. Es muss natürlich irgendwie in die Räumlichkeiten reinpassen, sei es nur Motorradtank, Motorradhelm oder Leinwand, das ist alles kein Problem. Das Lana Vanguard gibt es in zwei Blockgrößen, 22 x 32 cm und 34 x 48 cm. Und das Ganze gibt es auch nochmal als Bogen in der Größe
50 x 70 cm. Beides ist im Fachhandel für Künstlerbedarf erhältlich.